Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Die letzte Stadt der Elfen. Elf, Nachbeben, mit eurem DSD-Steve und eurem Cloud mit den 4.8. Übrigens, wenn wir uns mal den Title-Screen anschauen, ja? Ja. Könnten wir tatsächlich alle Figuren haben? Stimmt, ja. Weil, schau mal, wir haben hier... Aber hier, guck mal, Selfias ist ja auch da. Da unten rechts. Mhm. Auch nur so als Seitencharakter. Also ich vermute, sie wird auch nicht mitkämpfen. Ja. Weil wir haben jetzt, wenn wir nach rechts schauen, dort haben wir eben Farodin, seine Tochter, und Willi Tulit. Und auf seiner linken Seite haben wir Edwin, Molten und seine Alea. Mutter. Alea, wo ist sie? Ja, Alea, genau. Ja, Alea steht hier auf Edwin und Molten gehört dann gleich mit dazu, ne? Genau, und dann haben wir unten links Alex, also Gilbert. Ja. Und links war ich unten rechts haben wir Selfia. Ja. Also denke ich mal, haben wir jetzt alle Figuren im Spiel. Ja. Zumindest ist das... Oder sah das Kind schon immer so aus oder hat sich da was geändert? Nee, ich denke nicht, oder? Ich glaube, das sah immer so aus. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher. Da müsste ich jetzt ins Let's Play reingucken. So. Tief in der Nacht. Ach ja, er ist immer noch ein Alkoholiker, ja. Oh. Alia, ob wie die Trulis recht hat? Wieso muss mir das immer passieren? Und ja, natürlich glaube ich jetzt irgendwie den Typen, der mit allen Frauen geschlafen hat, mit denen ich was hatte. Ja. Selfia ist nun auch wieder da. Wie soll ich mit den gesamten Situationen umgehen? Habe ich noch Gefühle für Selfia? Nein. Als sie das erste Mal sah, da pochte mein Herz in den Hals. Das ist ein seltsamer Ausdruck. Mhm. Da pochte mein Herz in den Hals? Vielleicht ist das so ein Regionalding oder so, ja, aber das habe ich noch nie gehört, diesen Ausdruck. Also, ja, sie ist noch so wunderschön wie damals. Wie sich alles verändert hat. So viele Jahre sind vergangen und sie ist immer noch so jung und frisch und knackig. Da hängt noch nichts. Wie soll ich damit umgehen? Ach. Ja, weil sie tot war, ist halt nicht gealtert, ne? Das ist eine Rede. Am frühen Morgen versammelt sich die Gefährten und erfahren somit, dass Gilbert die Gruppe verlassen wird. Alle scheinen verwundert zu sein über seinen Schritt, aber niemand versucht ihn aufzuhalten und lassen ihn passieren. Wie wird es wohl für Gilbert weitergehen? Ja. Das wird einfach rausgeschrieben, wie immer. Das war's. So, hier wird es rausgeschrieben, weil es über ein Dorf beschützen geht, damit er ein Held wird. Anstatt alle zu retten. Also es gibt auf jeden Fall diese Redensart, die gibt es. So wie sie auch Ankloster benutzt hat. Okay. Und steht da einfach da, ne, jemand ist ja aufgeregt, angespannt, freudig erregt oder nervös. Okay, interessant. Ja. Also wirklich noch nie gehört. Also... Ja, müssen wir wichtigen Kram verteilen, ja. Na dann, Wie war denn das jetzt? Wir haben jetzt, glaube ich, so ein Fragment. Das Fragment musst du, glaube ich, aus dem Inventar benutzen und dann kommen wir ins nächste Gebiet. Eben ist welcher? Ich glaube, da muss man es hin, oder? Und hier kann man den, glaube ich, jetzt benutzen, oder? Sprich mal dran. Genau, ja. Das welches wurde eingefügt. Ja. Ach, das heißt, wir müssen noch 4 davon holen wahrscheinlich, ja. Mhm.
Das haben wir als Fragment der Faulheit bekommen, ja. Ich finde das irgendwie so krass. Guck mal, du nimmst nicht geheilt. Ja, stimmt. Aber warum nicht? Das hat er irgendwie in diesem Teil überhaupt... Er hat überhaupt nicht dran gedacht. Wahrscheinlich, weil er auch so mal selbst mit diesem Heilstein gespielt hat. Dann ja. Brauchst du das halt nicht. Und aber es ist... Ich finde es halt auch unangenehm dann, ja. Eigentlich verlässt du dich darauf, dass das Spiel so nett ist, dass es dich auch heilt. Na, es ergibt ja auch wirklich, keinen Sinn. Es ist wirklich... Weil wir haben ja extra gerastet. Wir haben ja nochmal eine Plotnacht gemacht und haben alle gepennt. Und dann, ja. Da ist jetzt egal, wo du das Ding benutzt. Das Item müsstest du dahin kommen. Ist es darüber? Ach, ja. da heile ich mich. Okay, gut. Gegenstände. So, und jetzt muss wichtig. Ich... Wichtig. Und dann der Faulheit. Fragment der Faulheit, ja. Und benutze. Ja, das ist ein neues Gebiet. Dieser Effekt ist so schlecht, ey. Noch diesen oh, das ist Pulor. Da waren wir schon mal. Das gewesen. Kennen wir doch, ja. Pulor kennen wir auf jeden Fall. Oh. Abgeriegelt. Mann. Wirklich. In welchem Teil waren wir denn in Pulor? Ich glaube, das war sogar im dritten Teil. Im Dorf Pulor. Ich hoffe, wir können da noch rein. Toll. Oh, ey. Also irgendwie Loot in diesem Spiel kannst du auch wirklich voll. Ich finde es schön, wie man vergessen. Hier nicht vorbeigehen kann. Na, gut eingestellt, Ankur. Gut eingestellt. Ach, ich habe ja vergessen. Nervige Random. Einfach ändern. Das ist ein Schurke. Ah. Okay. Ich glaube, ich würde uns die kleinen Heiltränke mal verkaufen oder so, weil. Ja, wir müssen ja irgendwann aufräumen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir danach hier nochmal draußen laufen dürfen. Hallo Fremde, mein Name ist Jessica. Da hinten ist der Clown James. Ich bin eine ehemalige Bewohnerin aus Pulor. Hallo Jessica, ich bin Farodin. Was treibt so ein zartes Pübchen wie dich hierher? Ich hatte Stellung, um das Dorf Pulor zu schützen. Zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Vor was schützt du es denn? Vor den Kobolden, die hier unter der Oase rumlangern. Sie haben auch Pulor zerstört. Aber wenn es schon zerstört ist, was schützt du es dann? Ja, vor der Plünderung. Ja, vor wem denn? Ich glaube, die Goblins oder Kobolde, ne? Die sind nicht so auf Loot aus. Wie sie aber auch nur die Kobolde, nicht die Schurken, die irgendwie noch rumlaufen. Nee, nee. Ne? Ich versuche, diese in Schach zu halten. Am liebsten wäre es mir, wenn man die verjagen könnte, damit Pulor wieder aufgebaut werden kann. Können wir dir behilflich sein? Warum? Ja, wenn der Plot uns dabei helfen wird. Ja, danke. Nein, Farodin, dafür haben wir keine Zeit. Ja, es ist Edwin gerade der Vernünftige in der Party. Es ist so dumm. Das war auch schon öfter so. Ja, wir nehmen uns die Zeit. Das ist super dumm. Es geht um das Ende der... Das ist jetzt Meta, Steve. Weil wir jetzt ja im Tor der Faulheit sind, ja. Und Edwin spiegelt jetzt die Faulheit wieder, dass wir den Leuten nicht helfen können. Das ist alles Meta. Ich stimme zu. Also Leute, nochmal, stellt euch mal Folgendes vor, ja? Die Welt ist am Untergehen. Ein Meteor fliegt auf die Welt zu, ja? Aber Superman entscheidet sich erstmal dazu, naja, also, es ist hier ein Dorf und muss ich erstmal helfen, damit das Dorf nicht zerstört wird, sonst das Dorf wieder aufbauen. Ja, aber wenn der Meteor auf die Erde klatscht, dann ist alles kaputt. Ich müssen erst diesem Dorf hier jetzt helfen. Wir müssen hier irgendwie Kobolde vernichten. In dem Fall, ja, hier sind Wasserbüffel oder so. Ja, die terrorisieren hier diese Dorfbewohner. Es ist dumm. Was, be-
würde es würde ich echt machen. Das wäre sehr nett von euch. Eine Belohnung kann ich aber euch leider nicht bieten. Eine Nacht mit dir würde mir reichen. Was geht denn mit dir ab? Heftig. Ja. Krass. Also währenddessen hatten wir schon ein paar solcher Dialoge mit Widi. Also langsam, ne? Musst du dich dran gewöhnen, ja? Das Problem ist jetzt haben wir mit jetzt Problem ist, dass das erste Tor, wo Molten von Anfang an dabei ist, ja? Und das ist die erste Dorferkundung, wo jetzt Molten mit dabei sein wird. Wird Molten jetzt so eine Art Widi-Fanboy werden, dass ich sage, boah, geil, da macht sich an Frauen ran oder so? Nee, ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Er mag das nicht. Um sich dadurch bei der Tochter von Farodin quasi besser dazustehen. Ja, das kann sehr gut sein, ja. Sie agiert darauf auch gar nicht mit denen. Hey, hallo, ja. Ich nötige dich gerade. Ja, ich könnte dir helfen, aber nur, wenn du dich nackig machst. Das war ja nicht schon nackig, das war ja auch knicknack. Ja. Sehr unangenehm, also. Aha. Ja, das geht schon Richtung Nötigung, logischerweise, ja. Ja. Ist ja nicht mal irgendwie, hey, wir können ja mal irgendwie ein Date haben oder so, ne? Nee, er geht direkt auf die Vollen, ja. Wie gesagt, ich habe keine Belohnung für euch. Wir machen es gerne. Beachtet den Vorlauten nicht, also müssen wir hin. Der Vorlaute, der mich sexuell nötigt, ach nun. Direkt hier in der Nähe, oben am Wasserfall. Ich mach euch Bretter hin, damit ihr rüber zum Seil kommt. Ach, da war noch ein Seil. Ah, okay. Alles klar. Viel Erfolg. Was sollen wir da tun? Alles abschlachten. In alter Minier rotten wir jetzt die Kobolde aus. Also, das ist ein Innenkeeper. Ja, danke. Also, ich muss auch keinen Sinn ergeben, warum kann ich hier nicht kostenlos. Achso, da, ja. Okay. Ja, aber ich will die Truhe haben. Du möchtest also die 138 Gold haben. Leute, wer bietet weniger Gold? Es ist halt auch so eine Party, mit der du null relaten kannst. Nee. Über die beiden Neuen brauchen wir gar nicht sprechen. Die haben sich noch nicht eingefunden. Und der Rest der Party, ja. Oh. Die Gruppenchemie passt halt überhaupt nicht zusammen. So, und Xavier kämpft jetzt aber auch nicht mit, sondern ist jetzt dabei. Nee. Kannst du sie in die Party nehmen? Kannst du gleich mal gucken, ob wir Molten zum Beispiel rausschmeißen könnten. Ja. Theoretisch kannst du sie mitnehmen, ja. Sie ist noch schlechter. Die ist ja vom Level, ach, vom Level 11, ne? Guck mal, sie hat irgendwie nur 2300 HP. Ach, Mann, ey. Warum ist sie auch so bescheiden skaliert wie er? Sie hat doch viel weniger Mana. Sieh das an. Ja. Also, dass sie halt, also, verstehst du? Sie hat auch wieder keine klare Aufgabe, ne? So, also, wie kann es sein, dass der, also, guck mal, der Sprung ist halt so krass, weil die haben irgendwie 7000 und sind halt aber nur 2 Level drüber, weil sie 4 Level, das macht aber niemals am Ende so viel aus. Ne. Hält doch gleich die anderen Charaktere nicht mitkämpfen lassen können. Dann, weil so sind sie eigentlich nicht zu gebrauchen, ne? Dann sind sie höchstens zum Item schmeißen da. Ja, wow, 125, guck mal. Das ist bescheuert. So, 125 haben wir aus der Truhe bekommen. Was kriegen wir jetzt von diesem Gegner? Über 1000.
688. Nee. Plus den Bahn noch. Oh man. Ganz schön dunkel hier. Nicht schon wieder dieses blöde Skript, ja. Runter musst du. Ja. Warte mal. Okay. Ist aber auch nett von ihr, dass sie auch direkt. Warte mal. Ich muss nach rechts gehen. Nee, du musst nach oben gehen. Oh Gott. Oh, das ist verzögert. Ich drücke nach oben, es geht nicht sofort rein. Deswegen hat mich das die ganze Zeit verwirrt. Das war nett von den Kobolden, dass sie auch alles vorbereitet haben. Ich muss jetzt die Kobolde an der Oase töten, damit Hulor nicht mehr geradet werden kann und dadurch magischer Plot hat. Hätte ich gern von dem Pokémon-Schutz, ja. Ein Goblin. War es ein Mönch? Ich muss gleich nochmal lesen, was da stand. Müssen wir gleich nochmal drauf gucken. So 2000 Schaden. Das wird wahrscheinlich Safe ja gefühlt schon töten. Verstehst du? Das ist so dumm. Naja. Also ein Treffer davon, sie ist, hat 80% ihrer Leben verloren. Mensch. Nee, ist nur ein Mönch. Schade. Ich hätte mir so gehofft, es wäre ein Mönch. Das würde in die Region wieder passen, ne? Dieses Feature ist so nervt heute, ohne Scheiß. Ja, Kunden lohnt sich halt nicht. Also wir wollen nicht direkt versuchen, straight in den Hauptweg zu laufen, ja. Es macht halt auch leider keinen Spaß, um diesen Bedingungen das zu erkunden, das ist das Problem. Nee. Dann kann ich gleich nochmal heilen. Oh, komm schon. Es gibt nichts Nerviges als verfehlen, ne? So 1400 von der Truppe und nochmal. Das ist so. Okay, jetzt wird schon mal immer hier runter. Also bisher gab es irgendwie keine Abzweigungen. Ja. Goblin-Hexer. Wenn sie wieder nochmal dran ist, kommt, kannst du sie gleich nochmal heilen lassen, glaube ich. Boah! Heieieiei. Das Blöde ist ja, wir können halt nicht außerhalb des Kampfes Monkey benutzen. Bei Baum. Jetzt weniger geheilt als sonst. So, warte mal, was war das? Halt alle. Wie viel Schaden macht er sich denn selbst? Weil er heilt sich irgendwie auch selbst, ja? Wir gucken mal.
Okay, dann wird er 200. Ja doch, wir haben noch 200 Damage abgezogen bekommen. Also wir kriegen erst Leben drauf und dann verlieren wir nochmal 200. So. Also effektiv kann man sich damit also nicht selbst umbringen, ja? Nee, das ist schon mal gut zu wissen, ja. Hätte ja sein können, dass er erst Leben bezahlen muss und dann sich halt, ja, nee, ungefähr 200 Leben. Oh, dieser Effekt ist so bescheuert, ist ihn das nicht, also... Aber das flasht doch so geistig. Guck mal. Dieses Mapping, ne? Oh, ey. So, der Kunde hat sich mal wieder nicht gelohnt. Aber wir kriegen noch richtige Erfahrungspunkte. Okay. Hier geht's auch nicht weiter, ja. Oh Gott, ey. Eine Sackgasse nach der anderen. Okay. Bitte designt euer Spiel so nicht. Das. Oh. Weißt du, nimm mal an, du willst dieses Feature so nutzen, ja? Warum gibt es hier nicht eine Möglichkeit, irgendwelche Fackeln anzuzünden oder so, weißt du, dass du Lichtquellen irgendwie schaffen könntest? Von mir aus sogar gegen irgendwelche Ressourcen. Was ist irgendwie magisch, dass du da irgendwie Bahnen reinpumpen musst oder so, ja? Weil es irgendwie hier. Also, das wäre ja schon. Also, wenn du Ressourcen nimmst, dass du die vorher vielleicht craften musst oder sonst was. Ja, genau. Also, du auch irgendwie was mit der Umwelt interagieren musst. So, du kannst halt. Teilst halt in deinen Leveln dann halt die Materialien, die du halt brauchst. Ein paar nützliche Gimmicks halt. Warum nicht? Weil ich sogar char-spezifisch, ja? Ja. Dass du irgendwie mit Level-Ups zum Beispiel irgendwie was pumpen kannst oder so. Und vielleicht sogar aussuchen musst, was du machst. Zum Beispiel möchtest du zum Beispiel, dass lieber deine Kampffähigkeiten ausbauen? Er hat eine eher Zauberfähigkeit, du willst lieber Feldfähigkeiten zum Beispiel ausbauen. Oder, ja, genau. Und dann sind das natürlich irgendwie, von mir aus den Grundskill bekommt er immer, dass er zum Beispiel Fackeln anzünden kann, ja. Aber wenn er dann, wenn du es halt skillst, der kann das kostengünstiger machen oder effizienter oder machen. Oder halt der Sichtradius ist halt größer. Du hast dann halt einen Standard Sichtradius, den du damit erhöhen kannst. Dann kannst du nochmal 50% mehr Sichtradius, wenn du es geskillt hast. Ja. Oder, was weiß ich, du kannst zum Beispiel die Bahn... Oder Pikachu lernt einfach Blitz und der Scheiß-Effekt geht weg, ja. Oder eben, aber ich glaube, dann wäre das Problem, wir würden das schlechte Mapping noch besser sehen, ja. Oder eben, warum kann man so diese EP-Dinger zum Beispiel nicht irgendwie aufwerten mit den Bahnen oder sowas? Weißt du, was du theoretisch sagen kannst, hier einen EP1 mit einem hier Bronzebahn wird zu einem EP2. Oder eher schon zu 3, ja. Du kannst quasi so um 2 Stufen kannst du es erhöhen. Und wenn du aber einen 3er erhöhen willst, 3 und 4 musst du einen Silberbahn nutzen, dann wird es um 2 erhöht. Weißt du, so in der Richtung halt. Irgendwie. Ja, irgendwas. So, irgendwas da geht's in die Wand rein, ja, denke ich mal. Also der Loot ist halt wirklich bescheuert, ist der.
Und dass du dann hier 10 Angriffs plus von mir aus so einem Superangriff irgendwie machen kannst. Oder keine Ahnung, du kannst es irgendwie kombinieren oder irgendwas. Okay, gibt es jetzt 2 Wege scheinbar das erste Mal. Glaube ich nicht, dass es überhaupt Wege sind. Mehr Crit, Leute, sehr gut, sehr gut. Sag ich ja, es sind keine Wege. Ist ein anderer Weg? Glaube ich auch nicht. Ja, also wir müssen es trotzdem ausprobieren. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Spielmechanik konsequent umgesetzt ist. Das stimmt leider. Ich muss ja aber auch sagen, gleichzeitig will ich irgendwie gerade einfach das Zeug sammeln, um zu gucken, ob es einfach einen Bug, weil wir zu viel haben und deswegen ein Key-Item nicht bekommen. Mhm. Oh, pass auf! Pass auf, siehst du, das ist das Problem? Ich drücke drauf und so lange dauert es, bis es wechselt. Und deswegen dachte ich auch immer, okay, warum wechselt der Screen nicht? Oh. Aja. Oh Gott, wir kriegen richtig auf den Sack, ey. Oh boy. Dagegen konnte ich jetzt was tun? Einfach sterben, Steve. Zudem Du musst meine deine harten Maker-Skills rausholen, Steve. Tränke sind auch zu schlecht, ey. Also die Gegner machen mehr Schaden als mit einem Angriff als ein Heil-Item macht. Ja, bin ich wieder und dann muss Billy direkt gleich Multi-Heal spammen. Zivina muss auch heilen. So, wer muss von denen weg? Der. Die Hexer müssen weg, ja. Ja, probier mal Rundumschlag. Hier könnte es mehr Schaden machen, weil es 4 Stück sind, ja. Nein, es war schlechter. Nee, du machst schon insgesamt. Ja, aber der Mönch musste weg und deswegen ist es schlechter. Ja. Ich muss ja im viel Lebenspunkte herstellen, also mache ich auf sie selbst das, den Zauber. Ja. Sie wird den Heal von Willi auch noch brauchen danach, ja. Oh, meine Fresse. So, das war wichtig, verstehst du? Der musste gerade sicher weg. Der muss halt weg, ja. Definitiv muss der weg. Ich mach den Schurken jetzt mal, weil ich nicht weiß genau, was der konnte. Oh mein, es ist so anstrengend. Der Effekt ist echt nicht schön, Mann. Der hat auch keinerlei Mehrwert. Das ist einfach nur eine Effektfascherei. So, ich level ja schon gut, weil ich wirklich erkunde, ja? Stell dir mal vor, ich würde ihn nicht erkunden. Also nochmal, ich bin ja bereit, mich auf das Gameplay einzulassen. Ich nutze auch die Items und so, ja? Ich wünschte, ich könnte das ausschalten. Mhm. Es war gerade eine Truppe, ja? So, wenn man mir keine Vorwürfe machen kann.
Macht bestimmt viel aus. Wir sind uns gerade jetzt eigentlich, dass wir Selfie damit nicht benutzen, ja? Weil wir Selfie ja gerade wahrscheinlich nicht boosten. Okay, wir müssen jetzt mal was testen. Gefährten, ja. Wechseln. Wir wollen theoretisch ihn wechseln. So, sie hat. Seht ihr irgendwo EP, die sie hat? Guck mal, seht ihr mal voll Lebenspunkte. Ah, doch, sie wird. Ah, okay, es leveln alle. Das ist positiv. Okay, er hat dran gedacht. Das ist das, was sie Level 14 auf einmal. Nicht mehr Level 11. Ist das? Selfie, Stufe 14. Cloud? Moment, so, jetzt. Ja. Keine Ahnung. Siehst du das? Sie levelt mit. Ja, war nicht vorhin Level 11 gewesen. Also gehe ich von aus, dass alle Effekte doch zum Glück das mit berücksichtigen. Dann ist das schön. Sehr gut, der hat dran gedacht. Das ist positiv, ja, denn auch Lob gehört, gebürtiges Lob. Na, er hat dran gedacht. So, ich werde jetzt, damit man mir keine Vorwürfe machen kann, ja, alles benutzen wieder, ja, damit ihn. Oh, das sind aber die ätzenden Items, die ich, wo du jedes Mal aus dem Menü geschmissen wirst. Ja. Oh. Kannst du jetzt einmal nach unten scrollen? Ja, kannst du, dann mach das so, ja. Also in unserem, nämlich im Inventar ist ja eher schon zugemüllt bis sonst wohin, ne? Und sonst so, Leute, ne? Wie gefällt euch bisher das Grindfest, ja? Werden wir noch Story bekommen? Vielleicht, mal gucken. Wir werden es sehen. Und die Random-Truppe, wenn es einfach nur eine Random-Truppe war, ist sie echt fies, Mann. Es ist Gott, dieselbe nochmal. Ich hab dir auch noch einen Erstschlag gehabt, das war das Schlimme an der Sache. Tötet den Hexer. Der so, jetzt kann man, glaube ich, den Rest können wir jetzt entern. Ja. Ja. Ja, es geht wirklich darum. Den Hexer, der Hexer muss weg und dann. Der AOE von ihm ist, finde ich gemein, ja. Lang lebes Balancing. Was bringt eigentlich dieser Erweckungstrank? Okay. Ein seltsamer. Möchte ich ihn tötigen? Ja. Natürlich wollen wir den betätigen. Oh Gott. Na, einer wird, glaube ich, drankommen. Ja. Einer wird garantiert drankommen. Oh. Ich sehe mal, falls wir doppelt AOE kommen. Okay. Danke. Geht wirklich nur darum, wer hindert die Hexer. Zum Beispiel, was man auch machen könnte, wäre, wenn du schon dieses dynamische Special-System haben willst, ja, dass du da vielleicht so Level-Möglichkeiten bekommst, dass du zum Beispiel
dass er zum Beispiel automatisiert mit mindestens so und so viel startet. Das ist eine Option, ja. Oder dass er einen Multiplikator drauf bekommt, ja. Also am Anfang ist einfach Random-Zahl und dann gibt es aber zum Beispiel Mindestzahlen oder Multiplikator 2 oder was weiß ich da. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel, wenn ich den Charakter auch solche Sachen machen kannst, wie der ist balanciert, dann hat er zum Beispiel immer mit 20 oder so, ja. Oder mit so viel, wie sein Level ist, ja, so wird solche balanciert. Balanciert plus ist so viel, wie sein Level mal 1,5, ja. Oder dann gibt es zum Beispiel chaotisch, ja. Ja, da ist halt eine Random-Zahl. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, die du irgendwie hast, da Gameplay drumherum zu designen. Oder hier, zum Beispiel Crit-Chance gegen Genauigkeit tauschen. Oh Gott. Sie wehrt ab. Mag ich es komisch klingen, aber ich möchte nicht starten in den nächsten Kampf, wenn die nicht geheilt sind, verstehst du? Nur mal mein Seht ist getroffen, hätte ich keine Heilung gehabt. Und ich kann ja nur im Kampf heilen. Oh Gott, ja, dumm. Ach, Flummi. Ja, und die anderen Sachen lohnen sich einfach nicht. Es dauert zu lange. Die anderen Fähigkeiten lohnen sich aber nicht. Da geht's dahin. Geht's nicht mehr los. Da. Hast du das Spiel mal im Maker geöffnet, oder wie? Ich hab's gerade im Maker geöffnet. Ja, sag's mir auf jeden Fall mal nicht. Also würde ich sagen, ist der Dungeon noch lang? Nein. Gut. Du musst jetzt auf jeden Fall auf die Ebene zurück, wo wir gerade waren. Also da, wo wir angekommen sind. Kann jetzt hier wieder rausgehen. So. Hier ist leer. Da brauchst du nicht weiterkommen. Ja gut, hätte ich auch festgelegt, wenn man runtergegangen wäre, aber ja. Aber auch wieder, warum gibt es keinen Hinweis darauf, dass du zurück musst? So, ja. Dieser Erweckungsdring habe ich noch nicht wirklich verstanden, weil ich habe bisher noch nicht festgestellt, dass ich irgendwie bewusstlos geschlagen werde. Ja. Hauptsache, es gibt keine Gegengifte, aber irgendwie einen Statuseffekt, der nicht eintritt. Wir haben bisher nicht einen Bewusstlos-Trank gebraucht. Nee. Finde ich auch gut so. Aber warum bekommen wir sie dann? Dieser Erweckungsdrank, ja? Und es ist ja nicht wie bei Might and Magic, wo jetzt wirklich unterschieden wird zwischen Tod und, ne? Zwischen ohnmächtig, Tod und vernichtet. Vernichtet. Ja. Was ich immer noch, wie gesagt, sehr interessant finde, dass es verschiedene, ja, Kategorien quasi von besiegt gibt. Und streng genommen gibt es noch Zombie. Stimmt, ja. Also das Erste, was ich hier, wenn ich das Spiel fertig mache, was ich machen würde, wäre dieser Effekt rausnehmen, ja? Blur-Effekt, ja. Das würde ich ganz stumpf tun, indem ich den Blur-Effekt durch was ersetze, durch richtig Tu-Nichts-Effekt. Fertig. Du musst ganz rechts auf die Karte. Also nicht da lang, aber rechts im Wasserflusslauf folgen. Ja, darauf gibt's keinen Hinweis. Das gibt's auch nicht. Besonders, wir waren sogar in diesem Gang schon gewesen, wo es vielleicht weitergeht, aber dadurch, dass wir den Hebel betätigt haben, ist jetzt, glaube ich, der ist so Bas ein Wasserfall. Aber er kann auch den Hinweis. Nee, nee, also das Tolle ist ja, ist das vorher auch da? Nee,
Da war vorher einfach nichts, ja? Okay. Da war vorher einfach nur eine Wand. Und auf einmal ist da ein Loch gleich in der Wand. Aber es sieht genauso aus wie eins der Löcher, die wir schon gesehen haben. Und was kann man denn betreten? Was kann man dann betreten, ja. Die anderen sind keine Switches drauf, die anderen Löchern, ja? Ja, naja, genau. Nur auf denen. Ja, das ist wirklich das ist so Game Design of the Finest. Mhm. Und hier steht immer heute noch früher, wie früher 20 Minuten Parts bei so einem Spiel. Na, herzlichen Glückwunsch, ja. Oder wie ganz früher 10 Minuten Parts. Hauptsache Klicks, Leute, Hauptsache Klicks. Denn nur so geht das. Was das Thema angeht, ist YouTube entspannter geworden. Also, naja, eigentlich ist es eher schlimmer geworden. Weil jetzt machst du beides. Jetzt brauchst du Klicks und Viewtime. Nein, einen wieder nach oben, dann weiter nach rechts. Ah, da ist genau in die einzige Sackgasse davor. Falls ihr nämlich hier nur zuschauen solltet und noch nicht abonniert habt. Ich weiß es ja unbedingt, dass ihr bis hierhin geschaut habt und nicht abonniert habt, ja. Lasst mal ein Abo da, ich bin kurz vor den 500. Nächster Meilenstein und so. Ja. Lass ich mir sogar ein Special dafür einfallen. Ich wüsste ja eins, Steve. Soll ich es dir verraten? Kann ich mir schon denken. Ja? Ja, ja. Aber nee, ich glaube, wir machen ein richtiges Special dann dafür. Ein eigenproduziertes Special. Hinter den Kulissen von DSDST. Das war jetzt die Sackgasse hier. Ja, die ist, genau. Einfach weiter nach oben. Zumindest ist die Ebene hier ungefährlich, weil hier sind nicht die schlimmen Gegner. Ja, die ist. Hier sind keine Vierertrupps, ja. Ja, mit dem Crit können sie natürlich trotzdem Molten aber einfach mal umlegen, ne? So. Weil er war. Ja, natürlich geht's jetzt hier weiter. Wenn, ja. Ohne Hinweis. Oh, hier ist der Effekt jetzt weg, ja? Ja, guck mal, das ist noch ein Full Heal. Heil dich mal vorher. Ja, speicher mal und gucken wir mal, ob wir das böse Schweinchen besiegen können. Was natürlich kein Ork ist, sondern ein Kobold. Das ist aber ganz eindeutig. Nein, ist ein Goblin. Ach Gott. Ach man, Arknuas, was hast du draußen gesagt? Das sind Kobolde. Aber jetzt sind es Goblins. Pussa, Klins, Azad, Uridor, random Wörter. Das ist wohl deren Anführer. Richtig, denn die Kobolde werden angeführt durch einen Goblin. Und dann gibt's Goblin-Horden, die angeführt werden von einem Oger. Dann müssen die Ogerstadt angeführt von einem Drachen, dann müssen die Drachen töten, angeführt von einem Titan. Dann müssen die Titanen töten und dann kommt die alte Macht. Hoho. Hoho. Nee, das wäre ein viel besserer Plot, leider. Selbst das wäre ein besserer Plot. Töten wir ihn. Aber wenn er jetzt noch einen Flügel bekommt, dann... Okay. Ja, super. Wahnsinn. Der hat ordentlich gepumpt hier. Ja, wir haben nichts, was wir tun können. Wir können nicht vergiften. Unsere Spells machen weniger Schaden als zuschlagen. Ändern wir mal. Ja. Schauen, wie viel Schaden er macht, damit wir heilen. Oh, ist okay. Kann sie einmal gegenheilen und dann... Ändern wir aber weiter, ne? Also die Bosskämpfe sind... Ey, dagegen ist Vampire's Dawn 3 Kampfsystem gut. Ja, da können die Mistviecher zumindest was. Und wir mussten zumindest ein bisschen taktisch nachher handeln. Das macht nicht Hinterhalt. Ja. Nein, guck mal, 655. So ein 655 Schaden. Ja. So. Was macht gleich Molten mit normal zu schlagen?
412, ja. Okay. Ja. Das lohnt sich aber trotzdem dafür. Richtig. Ja, Mensch, der Boss hat zwei Fähigkeiten benutzt, bevor er gestorben ist. Wow. Fähig. Ja, da war die Vierertruppe gefährlicher. Ja. Und die ist jetzt in der Truhe geworden. Seltsamer Schlüssel. Seltsamer Schlüssel. Naja. Aber natürlich müssen wir jetzt den ganzen scheiß Weg wieder rauslaufen. Ich glaube ja, weil hier... Oh mein Gott, das ist nicht der Ernst, oder? So. Wir werden... Alte Macht, wir würden uns jetzt einfach raus teleportieren. Ja, direkt zum Questgeber. Aha. Ja, und es ist in Ordnung, sowas abzukürzen. Und jetzt haben wir die Invasion gestoppt, weil... Oh nein, es sind weiterhin Gegner da. Es sind wirklich uns Goblins. Die ganze Zeit. Wir kämpfen Goblins. Fällt mir jetzt erst auf. Aber es hieß doch Kobolde, oder? Es hieß Kobolde, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Kobolde gesagt hat. Aber vielleicht sind Kobolde und Goblins für Ankuras dasselbe. Obwohl man hier eher sagen könnte, das wären ein Kobold und der Boss aber eben vom Charset draußen war definitiv ein Ork eigentlich. Ja. Also den würde ich für einen Ork benutzen, ne? Klar, du kannst immer dein eigenes Fantasy-Universum übrigens auch immer mal Sachen selbst definieren, ja? Ja, so, trotzdem gibt es ja so gewisse Dinge. Oh nein, die gibt's hier. Wir hatten immer nur Glück gehabt. Trotzdem gibt es ja gewisse Standards. Wenn du auf einmal aus einem Ogre einen Elefanten machst, musst du dich halt nicht wundern, warum die Leute irritiert sind. Mhm. Ja, die Leute haben, wenn du zum Beispiel einen Leonin hast, ja, kannst du dir jetzt, ohne dass du das Fantasy-Spiel gespielt hast, und das heißt, es gibt ein Spiel Leonins, dann hast du eine Vorstellung, was das ist. Ja, wenn du hörst Drache, dann denkst du dir auch, okay, habe ich ein Bild im Kopf, ja. Genau, ja. Natürlich kann am Ende dieser Drache innerhalb deines Fantasy-Universums unterschiedlich aussehen, ja. Es ist zum Beispiel hier... Kann ja auch einer sein, der keinen Ende, ja. So ein Landdrache ist. Es gibt ja effektiv so drei, so, glaube ich, so drei Grundformen von Drachen so. Diese fliegende Echse, ja? Ja. Dann hast du diese, den chinesischen Drachen, ja? Und dann hast du diese Lindwürmer, sag ich jetzt mal. So, das sind, glaube ich, so die drei, würde ich sagen, Formen, womit Leute Drachen assoziieren. Ja. Hier kannst du nochmal runtergehen und gleich beim nächsten nochmal hochgehen, dann müsstest du draußen sein. Okay. Ja. Zum Beispiel bei den Magic-Spielen zum Beispiel, ja, gilt sogar bewusst, also im sechsten Teil Lindwürmer und Drachen. Mhm. Ja, sind sogar unterschiedliche Wesen bewusst. Aber auch nur im sechsten, ja, die Lindwürmer wurden dann danach zum Beispiel gestrichen. Ich denke mal genau aus dem Grund, weil man sich gesagt hat, ja, die Leute assoziieren damit etwas zu Ähnliches sozusagen, als dass man da innerhalb differenzieren sollte, sozusagen. Also Leute, ne? Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut Steve so lange nerven, bis Steve endlich mal unser unbekanntes Let's Play in drei Parts, Spielen bisher. Vielleicht haben wir gewisse Let's Plays schon vorbereitet, aber die noch nicht fertig aufgenommen sind tatsächlich. Zwei davon aber ja. Nein, in dem einen fehlt immer noch ein ankündigter Special Part, den ich gerade, den nehmen wir später auf. Naja. Bestimmt. Mhm. Links, nach oben, nach oben, nach oben. Da oben, da wieder hoch. Und da wieder hoch. Aber das eine ist garantiert auf jeden Fall fertig. Ja, das eine ist auf jeden Fall fertig. Wie läuft das? Ja. Da unten war ein Goblin-Anführer. Der hat einen Namen gehabt? Nein, das ist doch kein Name, da unten. Achso. Da unten heißt einfach nur. Ja, sorry, Leute, ich bin schon. Nee, der heißt eigentlich Daunton, ich weiß. Daunton war ein Goblin. Zudem ist Daunton war ein Goblin-Anführer, würde halt auch passen, verstehst du? Das ist einfach das Ding. Ja, das stimmt, ja. Deswegen habe ich es erwähnt. Er meint es. Da unten. Ne? Ja. Da unten. Da unten. Aber da kann man schon mal drüber stolpern. Das Problem ist, das ist so ein Wort, das ich nicht benutze. Ja, stimmt. Also, kennt ihr es, wenn es so Wörter gibt, die natürlich, die auch korrekt sind, oder vielleicht vorhin dieses Sprichwort, was korrekt ist, ihr habt es aber irgendwie nicht benutzt, so, und dann
Ja, genau. Dann liest es sich irgendwie erstmal fremd, ja? Und da unten... Ja. Also, wann sage ich zu jemandem, da unten ist etwas so? Ich würde eher sagen, hier, schau mal da. Und dann zeige ich da hin, weißt du? So, und, ne? Aber ist natürlich korrekt, ja? Ja. Wir haben ihn getötet. Vielleicht auch einfach, weil ich bei einem Goblin-Anführer einen Eigennamen erwarte. Eigentlich ja, aber darauf legt einfach keinen Wert. Das auf Lore und Geschichte, nee. Ja, das ist gut, danke schön. Das ist gut, danke sehr. Aber weißt du, das ist aus wieder Parasiert, verstehst du? Vielleicht, das ist aber jetzt Daunton. Der Goblin-Anführer, wir einigen uns darauf, der heißt Daunton. So. Das ist gut, danke sehr. Ich denke, die Menschen trauen sich nun wieder in das Dorf, weil der Goblin-Anführer in den Wasserfall umgebracht wurde, nachdem weiterhin alle Kobolde, die Goblins sind, da sind. Schaut mal doch vorbei. Du hast eine Explosion gespürt, eine Erschütterung der Macht, sobald er gestorben ist. Und das haben alle Dorfbewohner natürlich jetzt mitbekommen. Und deswegen sind sie ins Dorf zurückgekehrt. Ich gebe dir mal die 300 Gold einfach aus, weil... Ne? Ja. Ich glaube, die sind es wert. Ja, jetzt können wir nach Pugor, denke ich. Danach geht's in eine Pyramide. Die Pyramiden. Oh, ja, in Magic 6 ist eine ziemlich geile Pyramide. Ich finde die wirklich gut, die Pyramide in Magic 6. Na, also die war schon wirklich nice. Die war aber auch knackig. Ja, das war offensichtlich ein Endgame-Dungeon. Ja. Und eine Pyramide sollte ein Endgame-Dungeon sein. Ich weiß nicht, für mich ist eine Pyramide etwas, das... Keine Ahnung. Es fühlt sich früh nicht gut an, oder? Eine Pyramide ist schon was Episches irgendwie. Da musst du schon genug Abenteurer-Skills erlernt haben, damit du da die ganzen Fallen und, oh mein Gott, dort Mysterien besiegen. Rechts ist Chasset. Sonnenbrille. Oh, mit Sonnenbrille, cool. Ich freue mich schon. Willkommen, Pulor. Zumindest was davon übrig geblieben ist. Gut, eine Runde Schere, Stein, Papier. Möchtest du spielen? Ja, spielen. Wäre das jetzt übrigens Alex the Kid, ja? Würden wir jetzt um ein Item spielen? Wenn wir gewinnen, bekommen wir ein Item. Verlieren wir, sind wir tot. Hm. Zumindest das alte Maskottchen von Sega, bevor es Sonic gab. Und es gibt sogar Endboss-Kämpfe, mit denen du spielst du Schere, Stein, Papier. Du schaffst also bis zum Endboss zu kommen. Und dann musst du eine Best-of-Three Schere, Stein, Papier machen. Wenn du verlierst, bist du tot. Und es ist einfach und random. So. Danke, Sega. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wer hat das abgesegnet von euch? Wer? Aber früher war ja alles besser, oder? Früher war alles besser, definitiv. Warum geht's wohl Alex Kidd nach dem Mega Drive nicht mehr? Ja, wieso nicht? Na gut, auf 3. Stein. Ach, wir können nur einmal spielen, ja? Wow, danke. Kannst du mal nachschauen, was wir hätten bekommen können? Ich guck mal, ja. Wenn du jetzt schon den Maker offen hast, dann nicht spoilern, was wir machen, sondern noch ganz in solche Sachen so nachschauen. Weil spoilere ich am besten mal selbst auch nicht, ne? Oh, nee. Ich bin erfreut, Reisende finden tatsächlich noch hierher. 25 Gold kriegen wir dafür. Ja, Mann. Ja. Ist ja alles zerstört hier. Ja, siehst du das, wie zerstört es hier drin aussieht? Hm, ja, total. Ja, das ist schon lange her und wir Alten haben kaum Kraft, alles wieder aufzubauen. Wir haben nämlich keine alte Macht. Doch kein Grund, nicht das Leben weiterzuleben wie zuvor. Schaut gern um. Bedauerlich, aber euch ganz viel Kraft damit umzugehen. Danke, lebt wohl, Fremd. Das ist so ein Dialog. Tschüss. Das ist so ein Dialog, der viel zu lange gedauert hat. Na, wen haben wir denn da? Reisen hier in Pulor? So viel habe ich nicht zu sagen. Es gibt deutlich Wichtigeres. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Lebt wohl. Wo kommt der Newstime jetzt her? Time Error. 400 Gold. Du konntest bei einem Narr für 300 nachten. Aha. Ah, hier musst du es verstehen, ja? Aus der Lore-Sicht musst du natürlich wieder Geld machen. Guck mal, wie das aussieht von außen und innen war alles in Ordnung. Mann, ey. Ja. Mann, ey. Seid gegrüßt.
grüßt. Nicht viele Reisende finden hierher. Interessant. Nein. Nein. Error. Nun, dennoch wünsche ich euch einen angenehmen Aufenthalt hier. Ist schon lange her, wo es mal schön hier war. Das ist aber auch wirklich ein Burst on 3 Dialoge, oder? Das sind alles... Also wir reden einfach nur, alles ist doof hier, alles ist kaputt. Das ist I'm Error. Und ich weiß, damals gab es auch durchaus, ich verstehe es auch, warum es hieß, naja, aber es ist ja vollkommen okay, dass nicht alle was Besonderes sagen. Ja, das ist es. Und eigentlich muss man sich auch immer vorstellen, auch wenn wir hier vielleicht nur 10 Einwohner sehen oder nur 3 Häuser sehen aktiv, dass da eigentlich mehr Leute sind, vielleicht mehr Häuser stehen, das muss man sich ja ein bisschen abstrakt vorstellen, ja? So, aber trotzdem muss man sich ja fragen, du kannst natürlich ein paar NPCs hinstellen, die einfach nur Flavor wegen da sind, die Hallo sagen oder, lass die Leute auch irgendetwas zur Region sagen, so ein bisschen Worldbuilding, Hallöchen, wir kältern hier einen ganz, ganz tollen Wein und genau, besuch doch mal meine Farm. Genau, und hier, hey, wart ihr schon in der Schenke oder... Ja, Mensch, die Region hier ist bekannt für ihre Nadelwälder, so irgendwie irgendwas, was das Worldbuilding ein bisschen fördert. Dann hast du von mir auch ein paar I'm Error-Dialoge dabei, ja, das ist vollkommen fein. Es ist nur dann irgendwie seltsam, wenn du entweder... Alle Dialoge. Also wenn du... Es gibt zwei Extreme. Alle sagen I'm Error und es gibt den einen Story-NPC, ja? Oder das Loot. Den du vielleicht sogar dann verpasst, weil du daran gewöhnt bist, dass alle einem Error sagen. Genau. Oder du suchst irgendwann nur noch diesen einen anders aus den NPC sozusagen, weil du weißt, es gibt diesen einen, ja? Oder das andere Extrem ist, ich nenne es gerne das Lufia-Syndrom, ja? In Lufia weisen nicht alle auf eine Sache hin, wie, boah, so im Norden, da gibt es so einen Turm, ja? Also so ein Nordturm, ja? Also ich habe gehört, in diesem Nordturm soll es Schätze geben. Habt ihr schon was von den Schätzen im Nordturm gehört? Wow, die Monster im Nordturm sind wirklich da. Boah, da wurde ein Turm gebaut im Norden. Ja, also die sagen dir zumindest direkt, da solltest du mal hingehen als nächster Spieler. Guck mal. Aber ganz unaufregend, ja. Komm schon, bitte, mach es. Das, ich nenne es das, das nenne ich jetzt das Lufia-Syndrom, ja. Aber wir haben natürlich auch die Dialoge, hier ist kalt, eine Eisregion. Ja, ja. Und das finde ich deswegen so bescheuert, weil wenn du in Sibirien lebst, ja, dann wirst du vielleicht einen Fremden sagen, ja, hier ist kalt, aber es ist obvious sozusagen, ja, Captain Obvious. Da sagst du vielleicht einen Reporter oder so. Aber ist das dein normale Unterhaltung? Klar, wie dieser Sommer ist zum Beispiel wieder warm, weil aktuell jeder Sommer gefühlt wärmer ist als der davor. Wir unterhalten uns über die Wärme, ja. Aber es ist ja dann auch wieder eher so ein Gesamtzusammenhang, wo man sich darüber unterhält. Ja. Ja? Alles ist gealtert. Wo wie ihr? Was? Okay, das ist alles aber wirklich Bullshit. Wo wie ihr? Weil das irgendwo gesagt werden sollte, hört auf damit. So sieht's aus. Ich bleib aber, Edwin ist jetzt der rationale Genervte. So wird es uns allen mal gehen. Werte Frau lebt wohl. Okay. Lehren jetzt gerade unsere Heldenparty die alte Frau zu sagen, es ist normal, dass man alt wird, also sag nicht, dass du alt bist? Ja, hör auf damit. Ja, leb wohl, ich bin alt, oh, zerbrech mich, oh. Wuff, wuff. Immerhin macht er nicht Kork. Ein Kork. Ja, das war auch wirklich legendär, oder? Also ein Kork. Ich merke das gerade, ich habe kein Interesse, die Leute anzusprechen. Ja. Ey, raub mir bloß nichts das Sonnenlicht. Haben wir nicht vor, Knirps. Okay, warte, guck mir einfach nur kurz das Faceset an, okay? Ja, keine Ahnung. Reisende hier, nun, was vermag das wohl heißen? Das geht dich überhaupt nichts an, Pübchen. Entschuldigung, wir sind nur auf der Durchreise. Na, wenn das so ist, passt auf euch auf, Gefahr sind überall. Weißt du, ich bin zumindest froh, dass man sich hier gegen das andere Extrem entschieden hat. In Vampire Stone 3, ja, würden in jedem, wäre es jetzt ja die ähnliche Situation, zwar Asuka, also wie ich gut ist, Asuka,
der einen dummen Spruch macht. Und dann müssen Walner oder Elaine. Nee, sie heißt nicht. Nee. Doch, doch. Doch, Elaine. Walner genau, oder Elaine. Würden ja. dann das immer kommentieren, was für ein Wichser Asuka ist. Ja, und am Ende würde nochmal Celine dazwischen hauen und sagen: Asuka hat doch recht, der ist doch ein geiler Typ, lass ihn in Ruhe. Leb wohl. Ah, I am Error. Ich bleib dabei. Okay. Okay, ich will euch was zeigen. Aufbau des Hauses außen. Ja. Sehe ich, ja. Ein P sozusagen, ja, ohne Lücke. Ja. Ja. Und das ist aber nur ein Quadrat. Ja. Ich verstehe ja, dass manchmal die Verhältnisse nicht. Also ich verstehe, dass die Größen, ja, das ist drin viel größer ist als draußen, das ist vollkommen fein. Aber die Form, finde ich, sollte doch immer passend sein, oder? Eigentlich schon. Einzig Positive, was ich hervorheben möchte, das ist mir generell in dem Spiel aufgefallen, ja. Er hat, das hebt sich schon ein bisschen ab. Er hat Räume, die klar Aufgaben haben, ja. Er hat links den Lagerraum. Ja, er hat nicht random irgendwo Kisten und Pfeffer hingestellt. Genau. Und gesagt, das passt schon. Nee, genau. Wir haben eine klare Küche, wir haben einen klaren Lagerraum, wir haben ein Schlafzimmer und ein Aufbau. Schlafzimmer, weil es nur eine WG und keine Ehe. Ja, möglich. Seid gegrüßt in der Stadt Pulor. Ich hätte schon sagen können, aber das war ein... Ich hätte schön sagen können, aber das war einmal... Das ist auch ein sehr komischer Satz. Okay. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, es bedeutet Folgendes. Seid gegrüßt in der schönen Stadt Pulor. Ja, weil er sagt ja schön ja, nicht sozusagen. Hat, ja. ja, das will er hinaus. Mhm. Es ist noch wieder... Ja. Nun ja, schöner Diktum Marius betrachtet, das ist wie eine Rationale der Party. Und gut, ich muss mich der Arbeit widmen. Sichere Reise... Auf Wiedersehen. I'm Error. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. I'm Error. Okay, warum gibt's dieses Haus? Na, hier ist doch nichts drin. Also wirklich nichts drin. Du kannst nichts looten. Ich habe mir die Map gerade aufgemacht. Da ist nichts drin. Da sind nur die beiden NPCs drin. Oh, ey, weißt du, was mich wirklich stört? Irgendein paralleler Prozess ist das, ja? Schau mal, pass auf. Ja. Ich sage jetzt nochmal, weil ich nach unten drücke, okay? Damit ihr es versteht. Ja? Jetzt. Ah. Das war in Legion of Chaos 1 auch so. Das dauert dann immer länger, das Rausgehen. Weil quasi... Der Cache sich des Spiels nicht leert, sozusagen. Also, ne? So. Wir finden echt in jeder Truhe nur 105. Er hat einfach dieselbe Truhe mal genommen und einfach kopiert, oder? Und da es ja mit Selbstschaltern funktioniert, das ist ja wunderbar. Da kannst du sie ja sogar einfach so kopieren. Kein Problem. Grüße. Danke, I'm Error. Das ist faul. Das ist wirklich faul. Das ist richtig faules Game Design. Du kannst gerne nur in den Häusern. Hier hat er wieder einfach Mist gemappt, ja? Hier ist einfach hier Fässer. Hier ist nichts drin, Steve. Kannst du ganz direkt verschwinden. Warum mach ich denn sowas? Ich mit denen schon gesprochen. Pullover hatte lang keinen Besuch mehr. Freut echt, dass ihr hergefunden habt. Danke. Noch schönen Tag. Ich kotze das immer mal ab, weil es ist halt wirklich einfach, sie sagen nichts, ja. Ich arbeite mal hier und da, somit habe ich nicht viel Zeit, um mich zu unterhalten. Viel Spaß im Pulor. Das ist alles auch Facemaker. Ja. Ich lebe schon zu lange. Aber Fremde habe ich seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Denk nach, vielleicht waren es auch nur 20. Noch einen schönen Tag. Es wird sich keine Mühe gegeben. Nee. Also wirklich nicht. Das ist einfach nur hingeklatscht. Mehr nicht. Willkommen im Pulor. Mein Name ist Sandin. Ich bin Ritter und bin im Auftrag, hier Informationen zu erlangen, was hier damals passiert ist.
So bitte ich euch, nicht einfach zu mich einfach zu ignorieren. Schönen Tag noch. Ich brauche keine Informationen von euch. Er hätte was machen können. Mehr Plot, Nebenquest, irgendwas. Nee, ihr habt doch keinen Bock. Warum hätten wir nicht von Anfang an hier reingedurft? Dann wären wir nur er hier gewesen. Und wie in einem Haus, irgendein Haus wäre abgesichert gewesen, wo die ganzen Bewohner drin sind, in 2, 3 Häuser, ja. Und dann hätten wir die Quest bekommen, ey, geht mal zur Oase, da rasten aktuell die Goblins, ja. Bringt die mal um. Heute schlafe ich wieder im Gasthaus. Da sind die Betten so gut. Besser als in meinem eigenen Heim. Ja, natürlich. Du gehst auch lieber zum Gasthaus in deinem eigenen Dorf, ja, als bei dir selbst zu Hause zu schlafen. Und das ist nicht mal nach dem Motto, hey, ist gerade bei mir zu Hause einen Brand, ich habe irgendwas, ja, deswegen muss ich in ein Hotel gehen. So, dann verkaufen wir mal. Die Frage ist, lohnt sich das zu verkaufen? Nee, die gehen eigentlich nur 25. Aber eigentlich lohnt sich auch nicht zu benutzen, aber sie müllen unser Inventar zu. Verkauft die. Alle verkaufen die Dinger. Einfach weiter entern. Ich denke mal, ich verkaufe das Zeug, weil es einfach mein Inventar zu. Du kannst, glaube ich, auch. Kannst, glaube ich, sogar die Heiltränke verkaufen. Ja. Mana gerade konntest du auch verkaufen. 25 Mana. Was willst du denn damit? Weg damit. Weg. So, auch weg. Ja, die 70 behalte ich mal noch. Auch, damit ich eine mach die auch weg. Komm, weg damit. 1500 behalte ich tatsächlich. Die bringen doch auch nichts. Nein, sind für Molten da. So, die Erweckungstränke hier. Holt einen Helden aus dem Zustand bewusstlos zurück. Ja. Wobei, heilen die doch bei Tony. Status muss da drüber sein. Dieser Status muss da. Ja, Status ist, glaube ich, tot. Kannst du bitte mal nachschauen, was die wirklich machen? Ja. Wo sind die Zustände? Das ist der Todzustand. Okay. Damit heilst du tot. Ja. Aber okay, aber was denn uns diese Lebenswurzel? Da kannst du bitte mal im Mega direkt schauen, was dieses Item hier macht, was dieses Item macht. Belebt das denn wieder mit 1 HP oder wie? Ich guck mal. Gegenstände. Ey, doch echt keine anderen Items die Seite. Super strange. Ja, aber immer gilt, wenn du Make-up an dich raushaust, schau dir immer nur so wenig wie möglich an, ne? Damit du nicht die Überraschung nimmst. So. Wie ist das Ding? Erweckungstrank. Wo ist denn? Dass das Ding immer noch keine Suche hat, ne? Da, so. 20%. Also belegt mit 20% wieder. Ja, denke. Nee. Wiederholen. Einmal. TP gewinnen 0. Kann es sogar sein, dass man nur. Ich verstehe das nicht, was mit Abweichung gemeint ist. Wir werden es einfach auch so, wenn wir nächsten Mal einer aus dem Umfeld, werde ich dann die Kranken nutzen. Ja, es gibt ja diese Lebenswurzel. Du kannst ja gucken, was die Lebenswurzel macht. Und du siehst es ja im Vergleich. Lebenswurzel. Okay, so. Jetzt haben wir es mal hier ein bisschen aufgeräumt. Ich nutze jetzt mal parallel noch die ganzen EP-Boosts, die wir bekommen haben. Ist das nicht tolles Game Design, Leute? Weißt du, wenn du den Schwerpunkt schon auf Gameplay legst, dann sollte es irgendwie auf was taugen. So als Tipp, ja. Ich weiß, es ist ein krasser Tipp, oder? Also muss ich schon sagen. Okay, so. Kann es aber das sein?
Der Erweckungstrank holt dich mit 1 HP zurück. Ja, das ist, was ich schon dachte, verstehe. Genau. Also mit 1 HP dich zurückholt. Während der Lebenswurzel hat mehr geben. Okay, Kriegsbedarf. Das Item-Design ist echt scheiße. Ja, ja. So, okay, gut. Silberschwert, ja? Das ist wirklich scheiße. So, gucken wir mal, bei wem es sich verbessert. Nee. Okay, Selfia kann das tragen. Was ist, ist ja nicht mal straight besser oder so. Okay, Silberschwert ist Schwachsinn. Silber. Oh, ey. Ich sehe, ne? Ja, schau dir nicht so viel an nochmal. Schau dir nicht so viel an, bitte. Du nimmst dir sonst, nimmst du dir das weg. Guckst dir wirklich nur das an, was nötig ist. So. Ah, da, Lebenswurzel. Lebenswurzel holt dich mit 500 HP zurück. Okay, gut, das ist der Unterschied. Okay. Ja. So, Selina, Silberstab. Silber. Axt. Gibt Willi plus 1 Zauberkraft, ja? Ach man. Ach, guck mal, was die auch nur kosten, die Dinger. Steht doch in keiner Relation dazu. Oh, es ist. Aber ich hätte, glaube ich, gleich ausrüsten können, oder? So, also bist du umgekauft. Hätte doch schon Silberschwert. Die so. Können was Neues kriegen, ja. Ja, genau. Hier gebe ich jetzt die. So. Gebe ich die Eisenaxt? Nee, den Silberstab gebe ich hier, genau. Weil das war ja ihr größtes Upgrade. Also. Ich mache nicht beste Ausrüstung, weil ich will nicht, dass dann irgendwie. Ist das immer so eine Sache, was er danach noch trägt? Eisenstab lohnt sich dann? Nein. Hat wir nicht für ihn nicht irgendwas gekauft gehabt, eigentlich? Für Edwin? Ihm hättest du auch den Stab, glaube ich, kaufen können. William. Eisenaxt. Kriegt die Silberaxt. Stimmt, das war das, genau. Das war das mit den einen Upgrade. Ja, dann habe ich ihn nämlich das gekauft gehabt, ja. Ja. Molten. Okay, dann kaufen wir Molten noch ein Silberdolch, ja? Ja. Dann haben wir noch einen Silberdolch und noch einen von den Stäben für Edwin. So, die Rassen brauchen wir. Die kriegt ja, das. Stimmt. Wenn wir sie gerade nicht nutzen, nicht, dass wir irgendwie in Situation kommen, wo wir gezwungen werden, die an der Party mitglieder zu nehmen, weißt sie du? Sie hat schon einen Silberdolch. Weil, weißt du, was ich kennen muss, dass irgendwann genau die Situation kommt. So, jetzt machen wir Folgendes, um einfach aufzuräumen, ja? Wir verkaufen mal alle anderen Waffen, würde ich sagen, oder? Ja, mach weg die Dinger. Wir haben ja keine guten Items dazwischen, die Effekte haben oder so. Nee, wir haben ja auch nur plus 5 Attack. Jetzt haben wir mehr. Genau, hier haben wir uns mal bewusst die ganzen Ringe gekauft, damit wir theoretisch uns anpassen könnten, wenn es notwendig ist. Genau. Ja. So, und jetzt können wir kaufen, was ist denn Ausrüsten? Achso, nee, da kommen wir nur ins Ausrüstmenü daraus direkt. Okay, wir können nicht kaufen und ausrüsten. Ja, okay. Silberstab. Bringt ja irgendjemand noch etwas? Nee, weil er hat Geschick und Glück, das wollen wir wahrscheinlich nicht reduzieren. Nee. Nein. Okay. Da wir eh nicht casten gerade, ist das vollkommen egal. Ja, dann hol noch ein Silberdolch. So, noch ein Silberdolch, genau. Wir kaufen einfach mal einen. Und das war's, was wir in der Richtung brauchen, ja. So, jetzt können wir uns noch hier den Silberhelm. Ist ja für alle gut. 2 auf jeden Fall. 3. 3. Ja. Ne, 3 kaufen wir. 1, 2, 3. So. Das ist nicht mal straight, dass man sagen kann, das ist einfach. So. Das eine ist gegen Magieschaden, das andere ist gegen Physischaden. Ja, aber nicht jeder kann alles davon tragen. Ne? Ich kaufe immer noch 3 Seidenkapuzen und dann müssen wir es wieder kaufen. Die kosten ja nichts. Komm, nimm mal 3.
So. Und ich mach's jetzt überall so. Ich nehme immer drei, weißt du? Drei Seidengewänder, drei Silberrüstungen. Ich kaufen, ne? Was? Kannst auch mehrere gleichzeitig kaufen. Ja, aber ich bin schon gewohnt, einfach dreimal Enter zu drücken. So. Komm, ich kaufe einfach mal drei, ja. Einfach eine. Ich weiß, es wird nicht optimal gekauft, aber wirklich, es ist egal. Warte, wir haben genug Geld. So, Hellengewand machen wir jetzt hier zur Silberrüstung. Jetzt zieht man die Silberrüstung an und dann kannst du ja vergleichen zum Seidengewand. Ja, na. Bringt 2 HP mehr im Seidengewand. Und 2 mehr Zauberkraft. Verdient 4 bei 4 Mana. Es ist so dumm. Das Balancing ist einfach bescheuert. So, und jetzt kriegt sie auch das Hellengewand. Sie kann auch beides tragen, ja? Ja, gib ihr auch das Seidengewand, komm. Wenn sie es tragen kann. Ist das hier damit. Kann jeder Silberrüstung doch tragen? Weiß ich nicht. Probier's aus. Weil Zauberkraft brauchen wir ja nicht. Obwohl, nee, bei ihr schon, weil sie heilt ja. Ja, gib ihr ein Seidengewand, komm. Kopf hat sie noch nicht. So, er kann nämlich keine Silberrüstung tragen. Also ihm müssen wir die Seidengewand geben. Leute, es ist. Wer Rüstung tragen kann, kriegt Rüstung und wer das Gewand. Ja. Der keine Rüstung tragen kann, kriegt halt. Würde ich sagen, ja, so machen wir es jetzt einfach. So, er kann nur das Seidengewand tragen, das nicht mal straight better ist, aber. Nee, ich senke sein Glückswert, ich will es nicht mehr tragen. Aber Glück ist wahrscheinlich zum Kritten wichtig. Ja, aber guck mal, was du senkt. Komm, zieh es ihm einfach an. Eisenrüstung, sie kann wahrscheinlich Silberrüstung tragen. Nee, ist nicht mehr straight better. Nee, auf gar keinen Fall, weil es ist. Ja. Ist wobei mehr Leben und dann. Ach komm. So. Oh Gott, Leute, es ist wirklich das. Aber du habt es einfach mal gerade gesehen, den ganzen Kram. Wisst ihr, das ist halt. So, Kopf, Schuhe, er trägt keine Schuhe, also Silberschuhe, ne? Die sind. Ja. Nee, es ist. Die sind eigentlich besser, ne? 25,5 sind 30, ja? Und die geben auch 30. Die geben jeweils immer gleich 4. Ich glaube, wir brauchen eher Abwehr wieder. Abwehr ist besser. Die Gegner hauen für meist physisch ins Gesicht. Und das auch nicht wenig. So, und hier ist Leben besser als Mana, also kriegt ihr einen Silberhelm. Ja. Er hat noch kein Schild. Da. So, viel Spaß, jetzt haben wir Edwin, Paladin fertig ausgerüstet, ja? So. Zack, Selina kriegt ein Schild. Als Kopf. Ich finde die Kombination aus Schild und Stab auch ganz witzig, ja? So, wir haben gesagt, sie geben wir Mana-Bonus, weil sie. Sie hat jetzt so viel Mana, das ist egal. Lieber Lebenspunkt überleben. Im Zweifel, überleben, ja? Ja. Und Schuhe kriegt sie. Es gibt nicht Zauberabwehr. Gibt's nicht, ja. Sie soll Silberschuhe tragen. Ja, so. Edwin. Kopf. Gut sein, ja. Schuhe. Ja, next. Schild. Kopf. Und Schuhe. Kriegt ja auch noch. Silberschuhe, ja. Dann kriegt Molten den Rest. Ja. Perfekt. Den Rest verkaufen wir wieder. Den Rest verkaufen wir einfach, um das Inventar sauber zu halten. Jetzt haben wir einmal uns damit wirklich auseinandergesetzt. Es hat sich nicht gelohnt. Natürlich nicht.
Aber wir haben es einmal gemacht sozusagen, ja? Wir haben es jetzt einmal gemacht, den Kram. Vielleicht machen wir nächstes Mal wirklich einfach Bestes ausrüsten und dann tauschen wir einfach die Ringe aus. Ich glaube, das geht schneller, als wir es jetzt gerade gemacht haben. So, was hast du für Gegenstände? Es kam nichts Neues dazu, oder? 705, das ist so schlecht. Leichter Heiltrank. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Heilwurzel heilt 57 Lebenspunkte für 150. Heilt 1050 für 40. Ist nicht der Ernst, oder? Ja, doch, doch. Das ist nicht der Ernst. Er hat das jetzt nicht wirklich verkackt, oder? Doch, hat er. Das wird nicht der einzige Item-Fail sein, Steve. Ich habe ein bisschen gerade die Erweckungstränke mal durchgeguckt. Weil von den Erweckungstränken gibt es auch 3 Trillionen unterschiedliche Erd- und Tierstufen eingeteilt, die Tränke. Oh Gott, Anzulehm ist... Weißt du, wie man sowas dort recht wecken könnte? Dass man sagt, Tränke kannst du im Kampf einsetzen. Selbst dann ist es... Ach nee, ist es einfach dumm. Er hat's verkackt. Ja. Wir sind uns einig, er hat's wieder verkackt, ja? Er hat's verkackt. Also die... Also es wird auch noch schlimmer, weil es eben eine Tierstufe, wo der Erweckungstrank weniger Leben wiederbringt beim Wiederbeleben als die Tierstufe davor. Freue ich mich schon drauf. Grüß den Pulo, hallo. Oh Gott, dann haben wir jetzt Pulo soweit erkundet, ja? Der Sonnenbrillendude fehlt noch. Leeres Potenzial Plot. Also es gibt, so wie ich es gesehen habe, gibt es keinen Plot. Einfach nur nicht vorhandenen Flavor. Heute ist echt ein guter Tag. Ja, heute ist echt ein guter Tag. Huh, das war Pulo. Es gibt hier drin kein... Das war Pulo. Leute, das war... Wow. Das war eine Stadt, ne? Beim nächsten Mal geht's hier dann weiter... Ja, also ich war euer DSD-Steve und... Euer Cloud mit den 4.8. Wir uns hier mit einem Kommentar und Daumen nach oben freuen. Auch für ein Abo, ne? Und natürlich, um kein Video mehr zu verpassen, die Glocke aktivieren. Und Daumen nach oben, ne? Und immer schön weiter zugucken. Ihr müsst genau mit uns leiden zusammen, ja? Es ist krass so, ja? Ja. Es wirkt halt ziemlich hingeklatscht, ja. Ja, es ist... Es ist seltsam. Also die Stadt hat er wahrscheinlich an einem Nachmittag gemacht, nach dem Motto, und dann immer weniger Bock gehabt, komm, ich muss das fertig bekommen. Anklos, ich weiß, du wirst es ja auch noch sehen. Bitte gern mal in die Kommentare, was du dir dabei gedacht hast. Gern auch ehrlich, du weißt, wir sind da, ne? Wir sind da jemand, der auch... Wir sind doch nicht so, ja? Wir sind dir da auch nicht böse oder so, dann schreib bitte gern einfach ehrlich rein, was du dir dabei gedacht hast, so, ja? Und seid dann da auch nicht zu fies zu ihm, wenn ihr irgendwie einen Kommentar von ihm seht, der dann irgendwie das dann sagt. So, ja, weil ich finde das immer gut, wenn auch ein Entwickler durchaus dazu steht, wenn er irgendwie was falsch gemacht hat. Ja? Gut. Dann jetzt aber. Tschüss.